Wolfenstein, The Old Blood. Und damit recht herzlich willkommen, Freunde des Sky YouTube Sports, zu einem neuen Let's Play auf meinem beschissenen Kanal. Der Krieg ist ja eine Krankheit. So viele Kameraden gehen an ihr zugrunde. Ich spüre den Wind des nahenden Sturms. USA-Agent BJ Blazkowicz, aktueller Auftrag, Operation, Einsatzbeschreibung. Im Hauptquartier des Staatsoberhauptes sprach der Oberbefehlshaber über die jüngsten Erfolge der Armee. Voller Zuversicht, dass der Krieg in nur wenigen Jahren zu gewinnen sei, sprach er dem großen Fortschritt der Waffentechnologie unter der Führung von General Strasse einen großen Anteil an den jüngsten Erfolgen zu. Ist das Gewicht der Welt auf Ihren Schultern zu schwer, Agent Blazkowicz? Ich habe ziemlich breite Schultern, Agent One. Nun, wir verlieren ihn, diesen Scheißkrieg. Hat mir keiner gesagt. Das Hauptquartier hält's unter Verschluss. General Totenkopf fertigt in seiner Geheimbasis unaufhaltsame Mordmaschinen. Laut Einsatzbesprechung verwahrt eine seiner Offiziere, Helga von Schaps, die Akte in ihrer Basis, Burg Wolfenstein. In der Akte steht, wo wir Totenkopf finden können. Das ist womöglich die letzte Chance, bevor das Regime alles Gute in der Welt vernichtet. Amerika wird niemals fallen. Also, hier ist der Kontrollpunkt. Ihr Deckname? Kommandant Franz, Spezialeinheit des Regimes aus Frankfurt. Okay, alles klar. Kommandant Franz. Oh, wie geil. Die Papiere bitte. Hier. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wiedersehen. Er konnte also mit unseren Papieren Sie und jetzt... Sie und ich, Blazkowicz. Als Team. Wir schaffen das. Recht wenig anfangen? Also gut. Ihre Tarnung? Ist ehrlich gesagt grauenvoll. Nicht sprechen. Und lassen Sie Ihre Waffe möglichst lange stecken. Die Papiere von Kessler sind im Handschuhfach. Da. Okay. Gut. Gehen wir. Nicht vergessen. Wachsam bleiben. Kein Wort. Und mir nach. Klar? Kommandant Franz aus Frankfurt. Ob das funktionieren wird? Ja. Schau mal drauf. Burg Wolfenstein. März, der Krieg sollte vorüber sein. Es ist aber nicht. Der USA-Direktor hat mich in die Berge geschickt. In Nähe von Paderborn. Oh, guck, Paderborn ist das? Helga von Schaps, eine Forscherin, die von ihrem Hauptquartier in der alten Burg Wolfenstein aus okkulte Phänomene erforscht, besitzt eine Geheimakte. Diese Akte soll angeblich Dokumente zur... Moment, da muss ich jetzt mal die Maus benutzen. Zur... Wo steht das jetzt? Zur. Zentner Ziegen zur. Ich finde jetzt das Zur nicht mehr. Dokumente. Zur genauen Lage von Totenkopfs Basis erhalten. Wenn wir die Akte. Akte finden, können wir einen Angriff auf Totenkopf starten und den alten Dreckskerl endgültig erledigen. So, mit Maus, mit Scrollrad funktioniert das. Alles klar. Okay, bloß nicht auffallen, muss Wesley Agent One ins Innere von Burg Wolfenstein folgen und die Akte mit der genauen Lage von Totenkopfs Basis finden. Okay, dann... ich schaue euch erstmal um. Wow, das ist eine Aussicht. Hammergeil.
ein kleines, süßes, idyllisches Dörfchen. Und dann haben wir hier oben diese Riesenburg. Die Grafik ist natürlich wieder Bombe in dem Spiel. Einfach nur geil. Ich habe zwar nur noch 970 von GeForce, aber die macht das schon richtig fett. Da hinten hatten wir auch vorhin wieder so einen automatischen Wachhund gesehen. Was steht hier? Okay, das sind wahrscheinlich die Höhenmeter. Passkontrolle zur Sicherheits... nur Sicherheitsdienst. Aha. Da steht's. German. Germanien, Paderborn. Ausländisches Touristenziel. Ich weiß nicht, was jetzt... Genau konnte ich das mit dem Schatten da jetzt nicht lesen. Aber haben sie echt gut gemacht. Oh, hier kommt man natürlich nicht lang. Alles klar. Gut. Wir klingen schon wieder schwer gepackt. Ja. Rennen ist jetzt gerade nicht, also wir können nur normal laufen. Okay. Um Himmels Willen stramm stehen, Fritz. Herr Jäger kommt gleich. Jawohl. Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nenn mich nicht so. Entschuldigung. Verboten. Hunde verboten. Tasse verboten. Also trinken, rauchen verboten. Sicherheitsprotokoll 33. Also C3365. Okay. Da haben sie die Sachen auch nur aufgemalt. Da haben sie kein Geld mehr gehabt, um die Warnhinweisschilder da aufzuhängen. So, da haben sie auch wieder, ja, das Zeichen am Arm. Also detailsmäßig sieht das ja mal wieder richtig geil aus. Haben sie gut gemacht, finde ich. So, wir hatten gerade wieder oben was. Charaktere, Fortschritt, Charakter, Prolog. Okay, alles klar, da ist noch nichts weiter. Was haben wir hier? Seilbahn am sicheren Seil. Okay. Was steht da unten noch? Das neue Germanien Express Doppeldecker Seil um eine Wunde der Technik. Okay. Also die Schrift ist ein bisschen, ja. Wenn man nicht genau weiß, was jetzt genau man da lesen soll oder so, dann ist das schon mal ein bisschen merkwürdig. Toiletten, das kann man gut lesen. Was haben wir hier? Ja, Hochspannung. Warning vor allen Dingen. Germanien, Paderborn, da steht es. Unverfälschtes Touristenziel. Ach, unverfälschtes, alles klar. Ja, der scheint nicht zu frieren. Nein, das ist ein Leichtathletik. Der hält sich mit der Fahne warm. Germanien Express. Da wird angezeigt, wann der nächste Bus fährt. Burg Wolfenstein, Seilbahn, Walz, schneller gehen. Mhm. Der gute Bürger ist pünktlich. Verpassen Sie nicht Ihren Zug. Bürger. Warum habe ich Bürger gelesen? Bescheuert, ey. Zur Sicherheitsdienst. Übertreten der gelben Linie verboten. Okay, er hat jetzt eingecheckt. Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier, bitte sehr. Alles klar. Okay, er darf dann einfach so reinspazieren. Karte aktualisiert. Okay. Wow, der ist hier vorhin einfach an uns vorbei marschiert, der Sack. Und hat uns einfach an die Seite geschoben. Alter, ist das ein Teufel-Headset? Nee, ist ein bisschen älter. Schade. Was haben wir denn hier für? Kann ich nicht lesen? Erstaunliche Technologie. Oh, was haben wir da denn? Artikel Staatsoberhaupt besucht Paderborn. Die Menschen feierten auf den Straßen Paderborns, als das Staatsoberhaupt der Stadt und ihrer berühmten Burg Wolfenstein nun einen weiteren Besuch abstattete.
Auf der Tagesordnung stand ein Treffen mit General Strasse und Oberstaatsleutnant von Schaps, bei dem der Krieg und die Erfolge von General Strasse, Forschung im Bereich der hochentwickelten Kriegstechnologie im Vordergrund standen. Das ist erst der Anfang, verkündete das Staatsoberhaupt im Anschluss. Die gegnerischen Streitkräfte verlieren an allen Fronten an Boden. Unsere Bomben regnen auf sie nieder. Ihre Marine kämpft im Pazifik einen aussichtslosen Kampf. Niemand kann uns aufhalten. Lobende Worte fand unser Staatsoberhaupt für Helga von Schops, für ihre archäologische Forschung über die ruhmreiche Vergangenheit König Ottos und dessen Vermächtnis für unser Land. Okay, alles klar. Und eine Pulle Wein steht hier natürlich. Die ist noch zu. Will einer? Nice. Wie, was nochmal? Okay, achso. Ja. Oh. Okay. Oh, wir haben eine Karte. Die habe ich jetzt beinahe übersehen. Ja, wir müssen da rein. Toiletten. Passkontrolle. Ja, da steht es auch wieder. Oh, guck mal hier. Waffeverbot. Bücherverbot. Was ist das? Radioverbot? Hör mal, man lernt ja gar nichts mehr hier bei Wolfenstein. Man darf ja gar nichts mehr machen. Seilbahn. Dann, das hatten wir schon. Gut, dann wollen wir mal, halt. Hey Norbert, darf ich rein? Okay, alles klar. Oh, und die Hund? Ah! Guten Morgen, Herr Jäger. Der Hund. Was gibt's, Greta? Greta? Die Papiere, bitte. Augenblick, warten Sie. Hey. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, ein Hotdog. Das war ein komischer Kraut. Die spinnen die Amis. Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Greta, bei Fuß. Okay, da steht Lagerraum. Oh, ja, da war viel zu tun bei seiner Tipperei. So, okay, dann gehen wir jetzt mal weiter. Der wartet schon noch unten. Kommandant Franz, bitte, treten Sie ein. Militärischer Kontrollposten. Militärischer Kontrollposten. Viele Einwohner in der Gegend sind übereifrige Offizieren von Burg Wolfenstein Kontrollposten zum Opfer gefallen. Wer sind diese Position zu schnell nähert? Keine Papiere da. Was ist das für ein Deutsch gerade? Virus, Alter. Wer sich diesen Position zu schnell nähert, keine Papiere dabei hat, das ist zusammengeschrieben, okay, oder den Wachen verdächtig erscheint, könnte entweder umgebracht oder ins Bürgergefängnis geworfen werden. Je nach Tageslaune. Wow. Hotdog. Irgendwas musste ich doch sagen. Das war Rudi Jäger, Helgas Stellvertreter. Er soll seinen Hunden Gefangene aus dem Burggefängnis zum Fraß vorwerfen. Oh, das klingt nicht so toll. Nein, ich bleib hier drin. Nein, geh weg. Ein Stuhl werden uns auch hinsetzen können. Okay, wird gespeichert. Jetzt fahren wir mit der Seile. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, so gehört sich das. Helga von Schaps. Echt fieses Mischstück. Ausgewählt von Totenkopf selbst. Wo ist hier der Spezialeinheit für paranormale Vorgänge?
Hatte mal das Pech, hier bei einem Einsatz in Tansania über den Weg zu laufen. Habe ich das schon erzählt, Blaskovic? Hatte Schwarzwasserfieber damals. War der schlimmste Tag meines Lebens. Nicht mal eine ausgiebige Whiskykur hat geholfen. Glauben Sie das? Na, was soll's. Diese Burg, sie gehört Helga. Ihr okkultes Forschungszentrum. Wir müssen Totenkopf erledigen, sonst ist der Krieg verloren. Und Helga ist da ganz entscheidend. In ihrem Büro befindet sich die Geheimakte. Darin sollte stehen, wo Totenkopfs Basis ist. Sobald wir die haben, nun, nutzen wir die Chance, greifen seine Basis an, machen ihn kalt, drehen diesen Scheißkrieg um und kommen zurück, pünktlich zum Tee. Ja, er ist sehr lustig. Vor allen Dingen, er sagt wir und dabei sind es hinterher nur noch wir wahrscheinlich. Ja. Sehr interessant, sehr interessant. So, was wollen wir mal gucken? Was haben wir denn hier? Zeichnungen, Notizen, Burgrünstein. Ne, das Sammelblatt. Charakter, wir haben einen zweiten Charakter dabei gekriegt. Wesley, Agent 1. Richard. Wesley, Codename Agent 1, ist ein Wales geboren und aufgewachsen. Sein Vater hatte bereits im Krieg gekämpft und seine Mutter war eine Grundschullehrerin. Wegen seiner großen Erfahrung und äußersten Effizienz ist er einer der wertvollsten Mitarbeiter der USA. Also ich hätte jetzt gerade wegen das Wort verwechselt im Veganer. Wie komme ich auch so weit? Rudi Jäger ist Helgas Stellvertreter im Gefängnis von Burg Wolfenstein. Bevor er seinen Dienst auf Burg Wolfenstein antrat, arbeitet Jäger als General Totenkopfs persönlicher Haupttrainer. Zu Jägers Lieblingsbeschäftigungen gehört es, seinen Hunden, die Gefangenen aus dem Burggefängnis zum Fraß vorzubringen. Okay, das hatten wir dann schon. Gut, los jetzt. Ich schalte den Alarm aus. Sie gehen zu Helgas Forschungszentrum. Wir bleiben mit Funk in Kontakt. Halten den Kanal offen. Okay.